Wir sind Wackler drin. Schauen wir mal, okay. Ja, grüßt euch. Ich mache hier mal ganz gern erst einmal irgendeine Zahl, also nicht so wie unsere Politiker, nur Panik, sondern nur echte Zahlen. Und heute gab es eine interessante echte Zahl. Letztes Jahr habt ihr mir noch nicht geimpft und da hatten wir am 31.12.2020, wer weiß es, wie viele Corona-Tote wir hatten? 33.000. Ich habe heute reingeschaut auf RKI und es ist ja immer interessant, es wird ja nicht pro Welle die Toten gezählt, wie man es normalerweise macht, sondern die kumulieren. Das heißt, die zählen das alles zusammen ab dem ersten Tag, was totaler Schwachsinn ist, weil wenn wir so weitermachen, werden wir irgendwann mehr Tote haben wie Einwohner. Aber wurscht. Heute. Ja, das sind die Tricks unserer Politiker und sogenannten Wissenschaftler, die alle unter einer Decke stecken. Heute habe ich reingeschaut auf RKI und heute haben wir über 100.000 Tote, Corona-Tote. Was heißt das? Das heißt, seitdem wir impfen, wir haben im Dezember angefangen zu impfen, haben wir jetzt doppelt so viele Tote wie letztes Jahr, wo man nicht geimpft habe. Das ist eine geile Impfung, oder? Ich frage mich immer mit der Impfung. Jetzt heißt es immer, die Pandemie der Ungeimpften. Das verstehe ich nicht, weil wenn ich logisch mir die ganze Sache anschaue, dann komme ich zu dem Schluss, es ist eine Pandemie der Geimpften. Weil 2G-Regel, ja, das heißt, ich kann nur reingehen ins Restaurant, wenn ich entweder geimpft bin oder genesen bin. Einer, der ungeimpft ist, der kommt ja gar nicht rein. Oder bei der 3G-Regel bin ich wenigstens als Geimpfter reingekommen, aber ich musste einen Test vorlegen. Das heißt, der Einzige, bei dem man sicher sein kann, dass er nichts hat, ist der Ungeimpfte gewesen. Weil der hat bewiesen durch den Test, dass er nichts hat. Die Geimpften, die wissen wir ja jetzt, dass die das Virus genauso weitergeben. Bei den Genesenen ist wahrscheinlich auch irgendwann so, dass sie es weitergeben können und auch wieder erkranken können. Aber die Geimpften auf alle Fälle. Das heißt, die Leute, die da reingehen, und wenn da drin jemand angesteckt wird, kann der nicht von einem Geimpften von einem Ungeimpften angesteckt werden, weil der hat bewiesen durch den Test, dass er clean ist. Also kann es nie eine Pandemie der Ungeimpften sein, oder? Ja. Gibt's mir da recht? Und ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht kapieren. Das ist doch komplett logisch. Bei mir in meinem Job ist es so, ich halte Seminare in Hotels und da war es vor kurzem so, ins Hotel durftest du mit der 3G-Regel rein, aber zum Abendessen war 2G-Regel im Restaurant, im Hotel. Da habe ich jetzt schon zu meinem Arbeitgeber gesagt, wie er sich das vorstellt, weil ich werde diese Diskriminierung nicht mitmachen. Es kann nicht sein, dass ich mit meinen Teilnehmern den ganzen Tag im Seminarraum bin. Da dürfen wir alle rein, ja, arbeiten soll man. Und am Abend, wenn es dann zur Essensaufnahme geht, ja, da dürfen dann die Ungeimpften nicht mit. Haben die alle einen Schatten oder was? Dann sollen die Hotels sich was überlegen. Dann sollen sie uns das Essen zukünftig in den Seminarraum bringen. Da dürfen wir auch arbeiten, dann können wir da gemeinsam Abendessen. Ich habe nämlich keine Lust, hier einen Keil zwischen meinen Teilnehmern, einen Keil überhaupt in diese Gesellschaft hineinzutreiben, indem ich bei dieser Scheiße, mit dieser Diskriminierung mitmache. Und wir müssen einfach unseren Mund aufmachen. Viel mehr. Die Restaurants, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, wie es hier ist, überall 2G-Regel, oder? Ich habe keine Ahnung, weil ich keine Nachrichten habe, weil da kriege ich das Kotzen, da schalte ich sofort ab.
Ich tue mir den Schmarrn nicht mehr an. So, aber wenn wir jetzt hier 2G-Regel haben, ja, die Restaurants, die sind auf uns angewiesen. Ich bin nicht aufs Restaurant angewiesen. Und ich werde da auch nicht reingehen ins Restaurant, wenn da irgendeine depperte Regel ist. Weil ich diese Diskriminierung, diesen Holocaust, den die da schon wieder anschrieben, nicht unterstützen werde. Ich gebe dann diese Verantwortung an das Restaurant weiter. Weil wenn da keiner mehr reingeht, wenn wir alle zusammenhalten, dann sind die in Zugzwang, dass sich die zusammenschließen und der Politik sagen, das geht nicht mehr, die Leute kommen nicht mehr. Wir haben es in der Hand. Wir können was tun, indem wir da nicht mitmachen. Und ich finde es unglaublich, was in Österreich gerade passiert, wo sie jetzt diese Impfpflicht einführen wollen. Und ich weiß nicht, wie sie das bei uns machen wollen. Unsere Politiker ändern ja Gesetze, wie sie es brauchen, damit sie einfach machen können, was sie wollen, was früher undenkbar gewesen wäre. Das setzen sie einfach durch, weil wir sie lassen. Am liebsten würde ich persönlich in ganz Deutschland einen Generalstreik machen. Jeder bleibt 2 Wochen zu Hause. Damit die mal aufwachen und kapieren, was sie machen. Weil was machen sie seit 1,5 Jahren? Was machen wir seit 1,5 Jahren? Sinnlose Masken tragen. Was hat es gebracht? Nichts. Dann werden wir ständig weggesperrt. Was hat es gebracht? Nichts. Dann werden die Leute durchgeimpft. Wie blöd, was hat es gebracht? Nichts. Ich persönlich glaube, wenn wir gar nichts gemacht hätten, dann wären wir jetzt viel besser dran. Genau, richtig. Ich hatte Corona. War nicht schön, ich war 2 Wochen ziemlich außer Gefecht, war Pusten gehabt, war total schlapp. Aber das ist nichts, was das, was jetzt passiert, rechtfertigt. In gar keiner Weise. Ich war aber froh, dass ich Corona hatte, weil jetzt habe ich einen Genesenenschein. Das heißt, jetzt bin ich 5 Monate lang vor Diskriminierung geschützt. Deswegen werde ich aber trotzdem in kein Restaurant gehen, weil ich diesen Blödsinn nicht mitmachen werde. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was ich noch sagen wollte. So, jetzt geht's wieder. Was mich an dieser ganzen Sache... 1, 2, jetzt. Unsere Politiker sind nur auf Impfen fixiert. Impfen, 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 bis der Arzt kommt, sage ich immer. Es gibt Medikamente. Also was ich jetzt gemerkt habe, als ich jetzt Corona hatte, du kriegst vom Gesundheitsamt einen Anruf, du bist jetzt 2 Wochen, musst zu Hause bleiben. So, peng, fertig. Ja, und dann wärst du allein gelassen. Warum wird da nicht gleich gesagt, pass auf, es gibt Medikamente, du nimmst gleich mal Medikamente, dass es nicht schlimm wird. Nichts passiert. Anni, die sagen einmal, du bist 2 Wochen zu Hause. Und wie du das dann machst, ist dein Problem. Wenn du den Kühlschrank leerst, hast du erstmal das erste Problem, wo gehe ich jetzt so zum Essen her? Ja? Gut, ich habe viele, viele Freunde, die haben mir alle geholfen und angeboten, dass sie mir was zu essen bringen. Das war überhaupt kein Thema, aber das haben nicht alle. Wenn du ganz alleine bist, was machst du denn dann? Das ist dem Gesundheitsamt scheißegal. Hier geht... 1, 2... In meinen Augen geht es hier auch nicht um unsere Gesundheit. Ist... Sorry. In meinen Augen geht es nur darum, dass die ihren Plan durchsetzen mit dem, was sie formen und sonst gar nichts. Und solange wir uns das gefallen lassen, machen die so weiter. Deswegen ist es so wichtig und deswegen ist es gut, wenn hier bei dieser Saukälte sind wir 150 Leute, was hier. Ich finde euch super. Das ist das, was wir brauchen. Wir müssen zusammenhalten, wir müssen uns austauschen, wir müssen es nach draußen tragen, damit die Leute verstehen, was hier passiert.